Guten Tag und willkommen zu der ersten Gaming-News-Folge hier auf meinem Kanal. Heute nur mit drei Spielen. Wann und wie die Folgen weiterhin kommen, ja, das muss man halt mal sehen. Aber mal eben zum Wesentlichen. Welche Spiele werde ich heute ansprechen? Einmal GTA 5, ein sehr bekanntes Spiel, was, denke ich mal, ziemlich jeden hier, der schon GTA 4 und San Andreas gespielt hat, interessieren sollte. The Dead Linger, ein Zombie-Spiel, was durch ein Greenlight-Projekt, ich glaube es ist Greenlight, Steam Greenlight-Projekt, nun auch bald bei Steam erscheinen würde. Da wird auch noch gleich ein paar Informationen dazu kommen und natürlich Battlefield 4, drei große Spiele, beziehungsweise die zwei großen Spiele, GTA 5 und Battlefield 4. Und das Nebenthema The Dead Linger, fangen wir mal an. GTA 5 hat für die Xbox und der PS3 von der USK keine Jugendfreigabe erteilt. Das bedeutet, das Spiel ist bei uns hier in Deutschland ungeschnitten. Warum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es in Amerika nur, wenn man mindestens 17 Jahre alt ist, zugänglich und bei uns soll es wohl nur für 18, ja, da sein. Ja, warum es unbedingt ab 18 sein soll, das liegt schon allein darin drin, dass es Prostituierte geben soll. Tut mir leid, kleiner Sprechfehler. Und eine Folterszene, wo man eigene Instrumente benutzen kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke mal ein Messer oder sowas. Um dann einen Typ zu foltern, um Informationen zu bekommen. Was ja schon irgendwo krank ist, aber für ein Spiel mal was Neues. Und natürlich Drogen, die man scheinbar irgendwie einnehmen kann. Ja, der Hauptcharakter wird wohl Michael sein. Dieser Michael ist rund 40 Jahre alt und ein ehemaliger Bankräuber, der jetzt aufgrund eines dubiosen Deals mit dem FBI mit Zeugen im Zeugenschutzprogramm ein luxuriöses Leben führt. Mit seiner teuren Kleidung und gepflegten Auftreten erinnert er dabei eher an einen Geschäftsmann als an einen Verbrecher. Doch der idyllische Schein trügt. Michael hasst seine Frau Amanda und findet keinen Draht zu seinen beiden Kindern Tracy und Jimmy. Da Amanda zudem Michaels Gefühle teilt und gleichzeitig sein Geld verprasst, braucht der Ruheschändler dringend einen neuen Job. Ja, was gibt's da denn zu sagen? Es ist ein Typ, der im Zeugenschutzprogramm ist, ein Bankräuber war und scheinbar ein luxuriöses Leben führt, doch seine Frau braucht scheinbar relativ viel von dem Luxus und Geld auf, worauf er nun einen neuen Job braucht, beziehungsweise, denke ich mal, sowas Illegales wie Mafia-mäßig, wenn da schon steht, Instrumente und Folterszene. Ja, die Informationen habe ich jetzt meistens durch Chip, also kann das schon hier und da ein wenig kopiert sein, doch ein bisschen Eigentext ist da auch drin. Ja, der Release ist derzeit für Xbox 360 und PS3 für den 17. September angekündigt, was eigentlich ja noch geht von der Zeit her. Für den PC ist es leider erstmal noch unbekannt, soll eigentlich rauskommen, aber wann es kommt, keine Ahnung, es soll aber auf jeden Fall später erscheinen. Schade, aber egal, können wir uns wenigstens schon mal auf der Xbox und PS3 sicherlich in YouTube hier und ein Video anschauen, wie das Spiel doch eigentlich ist, bevor wir es eigentlich wirklich für den PC kaufen. So, das nächste Thema. Bevor es jetzt zum großen Battlefield 4 geht, haben wir noch The Dead Linger oder The Dead Linger. Das Spiel ist durch ein Kickstarter-Projekt ein wenig bekannter geworden. Kickstarter ist eigentlich so ein Ding, da können Leute, glaube ich, Geld spenden, um die Entwickler dann zu unterstützen, das Spiel weiterzuentwickeln und Sachen zu kaufen und so weiter. Und The Dead Linger hat das scheinbar gut hinbekommen. Doch das Spiel hat mich sehr stark enttäuscht, da es für eine Pre-Alpha eigentlich kaum möglich ist, überhaupt zu spielen, und das dann hier zu verkaufen, ist einfach so eine Frechheit. Ja, was hat die Pre-Alpha? Es hat starke Lags und es stürzt bei mir alle 15 Minuten ab, was auch relativ viele andere Leute beklagen können. Aber da soll bald Alphilfe kommen, nämlich eigentlich sollte schon Ende August, Anfang September kommen. Jetzt haben wir eigentlich schon den 29.8. Und da ist es, denke ich mal, jetzt langsam Zeit, dass das Spiel mal in die neue Version 0.10 reinkommt, weil es dann auch bei Steam verkauft wird. Und da wird dann höchstwahrscheinlich nochmal ein Review-Text rüberkommen.
wo ich ja nochmal drüber spreche, ob das dann jetzt mal spielbar ist oder nicht. Ansonsten soll die neue Version Wettersysteme beinhalten, dass irgendwie Regen systematisch schön wechseln soll. Der Map Generator soll sich verbessern, dass nicht mehr so verbuggte Straßen aufkommen. Ein Tag-Nacht-System soll kommen, das heißt, dass der Mond ja sich auch bewegen kann und die Sonne auch immer in einer anderen Position steht, und es soll hardwarefreundlicher werden. Das hoffe ich natürlich, weil es laggt sehr stark für das, dass es so eine sehr schlechte Grafik hat. Und ich glaube auch, dass das Spiel derzeit langfristig einfach keinen Spaß hat, nur Sachen zu finden, einen Hammer zu haben, Bretter und Pfosten reinzuhauen und ansonsten nur Essen und Trinken zu holen. Da hilft, glaube ich, auch das andere Kickstarter-Projekt 7 Days to Die viel mehr. Worauf ich in einem anderen Video sicherlich auch noch zu sprechen komme. Ja, nun zum letzten und großen Thema, Battlefield 4 Beta-Premium. So habe ich den Titel jetzt erstmal auf meinen Text genannt, weil es geht einmal um Beta und einmal um eine Premium-Version. Und allgemein das Spiel Battlefield 4. Das Battlefield 4 Trailer-Dingens zeigt derzeit, dass es sehr stark der Battlefield 3 Engine plus Grafik ähnelt. Aber natürlich, das hat unten rechts sehr stark verändert worden ist. Ich denke mal, so wie ich es gehört habe, es sollen mehr zerstörbare Objekte geben. Man soll im Multiplayer größere Maps haben, also in mehrere Gebäude reingehen, einfach viel größer sein. Ob es mehr Spieler gibt, wäre natürlich zu hoffen, aber ich glaube es kaum. Aber wie ich schon einen Trailer gesehen habe, kann man dann auch Riesengebäude, also so ein Riesengebäudeteil mit genug C4-Panzer und Sprengstoff in die Luft jagen können, sodass es umstürzt. Ja, wie zu Battlefield 3 gibt es auch hier ein Premium-System, was jetzt schon, bevor überhaupt das Spiel rauskommt, ist jetzt schon released wird. Es kostet sogar weniger als das Spiel an sich. Soweit ich das hier sehe, kostet es 50 Euro, die Premium-Version. Und wenn man noch die Digital Deluxe haben möchte, kostet die schon alleine 70 Euro. Ob dann die Premium-Version einzeln ist, ich glaube es kaum. Weil die Premium-Version schon alleine 5 digitale Erweiterungen, 2-wöchiger Vorabzugang zu allen Erweiterungen, exklusive Individualisierungsoptionen, 12 Bonus-Battle-Packs für Battlefield 4, nahtlose Übertragung von Premium-Mitgliedschaft von Xbox 360 auf Xbox One sowie von PS3 auf PS4 und mehr. Ja, es ist mehr drin als jetzt in der Digital Deluxe und trotzdem, ja, kostet es 50 Euro. Es war schon eine Sauerei mit Battlefield 3, doch sie lernen nicht aus den Fehlern. Also wenn man schon alleine nur bei dem Spiel schon bei so rund 120 Euro, nur damit man Premium und die Digital Deluxe hat. Eigentlich eine Frechheit für ein Spiel, weil da könnte ich mir einmal Battlefield 3, nochmal Battlefield 3, keine Ahnung, 100 mal Battlefield 3 holen. Vielleicht übertrieben, aber bei Genki Shops kostet es nur noch 11 Euro. Und ja, ich finde es eine Frechheit, wie es andere sehen. Das muss man selbst sehen. Ja, ansonsten gibt es jetzt schon das Add-on zu holen, China Rising, was brandneue Fahrzeuge geben soll, 4 neue Karten und Hightech-Ausrüstung. Ich habe auch schon einen Trailer gesehen, mal schauen, wen ich hier gerade im Hintergrund einbaue, wo dann ein Schiff nach einer Weile in den Boden reinfährt, wo man dann als Flugabwehrgeschütz am Land nutzen kann. Ja, da ist man mal gespannt. Es soll ja am 4. Oktober bis zum 14. Oktober losgehen mit der Beta und dann am 14. Oktober oder ich glaube am Ende Oktober, glaube ich, soll dann das Spiel komplett erscheinen. Ob der Beta-Zugang jetzt ein bisschen zu klein ist, ich denke ja, weil 10 Tage, naja, hätte mehr sein können. Ja, ansonsten war es das jetzt auch schon mit der Newsrunde, mit den saftigen 9,5 Minuten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch Informationen gegeben, die ich rausgesucht habe und ihr es nicht im Internet nachlesen müsst. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mal wieder ein Video von mir anschaut. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Moser TV. Tschüss.